Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Da hinten kommt gerade der Tatra irgendwie zum Hof reingefahren. Er wird jetzt hoffentlich gleich blockiert. Aber leider nur durch mich. Hallo, hallo, nein. Oh, nein. Karambolage. Das wollte ich nicht. Komme ich jetzt gar nicht mehr weg hier? Ich wollte nämlich eigentlich den LKW vorher entladen. Wir müssen uns ein bisschen sputen, weil in einer halben Stunde macht hier der Turm schon zu. Ja, guck, und jetzt steht er hier völlig bescheuert. Naja. Gut, also wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. In einer halben Stunde macht der Turm zu. Beziehungsweise in 28 Minuten. Das sollten wir gerade noch für die Folge hinkriegen. Falls euch die letzte Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir das gerne hier mal als Info da lassen. Falls nicht, dann schaut doch einfach mal vorbei auf meinem Kanal. So, der steht jetzt hier. Ich werde nämlich hier mit dem LKW zu... Ups, hier zuerst reingefahren. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich hoffe, dass wir das alles noch vor Ladenschluss hier reinkriegen. Wäre optimal. So, Abladeseite. Ah, falsches. Falsche Trailer ausgewählt. Hier ein bisschen mehr in die Mitte fahren, dass wir da auch Platz haben zum Durchfahren. So, jetzt. Zack. Ich hoffe, wir kriegen da ordentlich Kohle raus. Also, nein, ich brauch's eigentlich nicht hoffen. Der Kurs steht bei 2169. Ist ein guter Kurs. Da sollten wir einiges an Geld wieder mit verdienen. So. Dann hängen wir gleich den zweiten Auflieger an. Was wir mit dem Geld machen, weiß ich noch gar nicht. Aber wir werden mit Sicherheit eine Verwendung finden. So. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir es in dieser Folge hinkriegen. Die ganzen Paletten hier, die anderen zwei Trailer auch noch abzuladen. Also in der Folge kriegen wir es auf jeden Fall hin. Die Hoffnung ist nur, dass der Turm nicht vorher zumacht. Das wäre das Fatale. Nein, das will ich auch nicht. So passt eigentlich. So, wir können in der Zwischenzeit eigentlich mal kurz nach dem John Deere schauen. Der wäre ja letztes Mal schon angekommen. Der sollte jetzt auch entladen haben, so dass wir den mal wieder losschicken können. Wasser aktivieren, Ende anhalten und Tschüssikowski. Sonst hat man, glaube ich, keinen losgeschickt. Wir könnten aber hier mal nach der Wolle gucken. Ja, die brauche ich noch. Okay. Und dann gehen wir zurück zum Baumarkt. Die Sache mit den Hackschnitzeln verkaufen ist sehr nice. Das bringt uns gemütliches Geld. Und wenn wir schnell und viel Geld brauchen, dann sind einfach die Paletten das
Beste, was es gibt. Ah, komm hier raus. So, den nehmen wir jetzt mal schon weg hier. Können wir um die Ecke fahren. Im LKW lässt sich einfacher rangieren. Gut. Dann gucken wir mal. Ach, ich wollte mal gucken, ob wir hier überhaupt, wie weit wir hier reinkommen. Oh, das ist sogar animierte Türen. Okay. Mhm. Aber da können wir leider nicht raus. Ah, hier auch, okay. Ja, und dann sind wir gefangen. Die animierten Türen sind cool. Ein bisschen mehr Interieur wäre cool gewesen. Aber so generell nice aufgebaut. Natürlich hier auch vom Azubi, der Flotte 3er BMW. So, was sind wir denn hier? Ich vermute fast, es wird knapp, dass wir alle Paletten hier runterkriegen. Wir gucken jetzt mal kurz in einer kleinen Timelapse. So, alle Paletten stehen jetzt zumindest hier mal zum Verkauf. Ich hoffe, dass auch die links vorne, also die hier, dann später verkauft wird. Wir haben schon einen satten Gewinn von 300.000. Ist sehr schön. Also wie gesagt, ich hoffe, dass die Palette auch noch weggeht. Wir werden uns jetzt hier vom Turm verabschieden. Verkauft wird ja auch ohne uns. Und selbst wenn der Laden zu ist, sollte der Trigger noch aktiv sein. Hoffe ich zumindest. Ich war eben nicht da drüber, hey. Das hoffe ich zumindest. Oder werden wir auch nach Schließung trotzdem noch Gewinn einfahren. Den Waldraum musste ich mal zwischenzeitlich evakuieren. Den habe ich inzwischen schon weitergeschickt auf den Hof. Ups. So, mit dem hier machen wir das gleiche. Den schicken. Ne, da fahren wir erstmal vor kurz. Oh, die Trailer sind dreckig. Also ich glaube, die werde ich am Hof gleich mal ein bisschen wienern. So, was machen wir mit den 500.000, die wir haben? Ich wollte eigentlich einen neuen Traktor haben. Den Semi-Tripper haben wir gekauft. Der steht noch beim Shop. Den müssen wir auch dann gleich mal abholen.
sind wir rumgekommen. Sehr schön. So, also Schafe. Weil ich habe hier Doom zu Schafe einsortiert. Weiß zwar noch nicht warum. Sehen wir vielleicht irgendwann. T-Series steckt im Verkehr fest. Was ist denn da los? Ja komm, so einen großen Radius muss der auch nicht fahren. Wobei wir hier auch einfach... So. Dann kannst du nämlich gleich weiterfahren. Vom Hof zum Sägewerk. Einstauen, Ende warten und... Wir fahren aber hier deutlich langsamer. Ich mach mal 27. Das müsste für dich reichen. Du fährst mir sowieso immer irgendwo dagegen. Gott. Hier die 9 können wir leider immer noch nicht striegeln. Weil die Düngestufe, die Erntereife, die Erntereife noch nicht erreicht hat. Und das Pflanzenwachstum. Die 19 könnten wir eigentlich ernten. Ich glaube, jetzt fangen wir dann in der nächsten Folge an. Alter, wir verkaufen die Paletten und der Preis steigt noch mehr. Käse könnten wir verkaufen, aber Käse haben wir gar nicht so viel. Weizen haben wir noch. Soja haben wir, Raps haben wir noch. Ich dachte, wir hätten keinen Raps mehr. Ist ja interessant. Ah, hier steht's Gewicht. Das hätten wir eigentlich mitnehmen können. So. Ich wollte eigentlich die ein bisschen putzen, gell? Na, das habe ich jetzt gerade vergessen. So. Irgendwie fehlt uns ein Traktor. Also, einer fehlt uns. Ich guck mal, was wir uns da kaufen könnten. Oder ein LKW. Das ist halt die Frage. Traktor sind im Moment New Holland im Angebot. 230 nur. So, hier haben wir einen Challenger. Hier haben wir noch einen. Das ist der gleiche, oder? Was ist denn da der Unterschied? Da können wir 4 Sachen auswählen, hier nur 2. Okay, da haben wir mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Aber das soll man hier mal sowas holen. Fronthydraulik. Da fehlt uns irgendwas. Okay, der hängt an der gleichen Stelle wie der Waldra vorhin auch. Die kommen hier mit 2 Anhängern, bleiben die hier an der Türe hängen. So. Also wie gesagt, den hier werden wir auch gleich... Ah, wir können uns ein Gebäude kaufen. Schafehof. Wir können uns auf jeden Fall ein Gebäude kaufen. Das könnten wir auch in dieser Folge noch tun. Springe ich doch glatt mal hier raus. Physikowski. Und das will ich nämlich hier hinstellen. Und das ist. Dieses hier, die Weberei. Die wollte ich kaufen. Wir müssen irgendwie hier dann noch ein bisschen den Boden bearbeiten. Dass es gut aussieht. Aber die stellen wir hier hin. Denke ich. So. Neues Gebäude. Neue Verdienstmöglichkeit. Wir müssen hier. Nein, wir können hier. Wir müssen hier nicht. Baumwolle anliefern oder normale Wolle. Außerdem Gestelle, die wir im Shop kaufen müssen. Und dann werden daraus. Hier sehen wir es.
Naja, passt. Wenn hier Stoffrollen. Und die Stoffrollen kann man so im Pi mal Daumen für 13.000 verkaufen. Was wir uns dann eben allerdings noch zulegen müssen, sind hier ganz am Ende Stoffrollenverkauf. Ja, also so ein Verkaufstrigger. Müssen wir uns auch noch zulegen. Den setze ich einmal beim Edeka. Den will ich einmal beim Edeka setzen. Weiß nur nicht, wo ich den genau hinsetzen soll. Dreh ich mal. So, halt. Nicht so weit weg. Hallo. Weiß nicht, wie krieg ich den da reingesetzt irgendwo? Hier kriege ich ihn hin wahrscheinlich. Ja, aber da ist er doof. Dann setze ich ihn hier ganz normal auf den Trigger drauf. Ne, da kann ich ihn gar nicht draufsetzen. Schade. Hier daneben. Neben den Parkplatz ist gut. So. Einen hier. Der kostet nicht viel. Der kostet nur 1 Euro. Und ich wollte ihn zum Konsum setzen eigentlich. Da haben wir jetzt aber ein kleines Problem. Da würde ich ihn gern dahin setzen, wo das Haus hier steht. Mal gucken, ob das geht. Weil dieses Haus ist ja... Das geht. Das geht. Ist ja nice. Ja, das Haus ist ja eins, was wir noch wegmachen wollen. So, jetzt haben wir 2 Wollverkäufe. Das müssen wir allerdings in der Config noch ändern. So, wir haben 558.000 gekriegt. Ich hätte gedacht, warum kommt der früher an? 558.000, 400.000 haben wir noch. Das ist nice und wir haben schon die Wollfabrik, die Weberei gekauft. Ja, dann können wir uns noch... Sägewerk haben wir. Das Ding haben wir. Das... Wie heißt es denn? Heizkraftwerk haben wir schon. Hallo? Wird mal Zeit, dass der hier abgedampft wird. Sägewerk haben wir. Was können wir uns noch leisten? Was brauchen wir auch? Oder wir sparen ein bisschen auf dem Feld. Das wäre vielleicht geschickter. Also können wir ja mal gucken, was so ein Feld hier in der Nähe kostet. Das günstigste ist, glaube ich, die 17. Ich kann hier nicht weiter weg. Ist ja doof. Dann müssen wir hier die Pistole noch nehmen. Lass mal den Tatra noch ein bisschen säubern. So. Auch schick. Dann können wir den hier starten lassen. Zum, nee, keine Kursaufzeichnung. Was wollte ich? Den lass mal zum Hof, zum Shop fahren. Lass mich mal gucken. Hof, Shop. Ich glaube, der Kurs geht vorne neben dem Silo los. Dann können wir gleich noch ein paar Stoffgestelle kaufen. Den hier 24 Stück drauf. Da holen wir uns mal ein paar. Paletten.
Ganz am Ende 1, 2. So, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Ich glaube 15 oder 16 konnte ich kaufen. Nehmen wir erstmal gleich auf. 15. Weil wir haben 1500 ausgegeben. Und eine Palette kostet 100. Der Ertrag ist gut, weil wir aus... wir machen aus 40.000... 4.000... Liter Wolle oder Kilo Wolle machen wir 4000 Stoff 1:1, zahlen dafür 100 Euro mehr und bekommen dann aber über 13.000 Ertrag raus. Und von Wolle wird man zwischen 8 und 10 kriegen. Also das lohnt sich dann schon. Wie gesagt, was ich noch machen muss, ist hier, da haben wir es jetzt zwar drin, aber ich muss die noch einpflegen. Also ich muss da irgendwie die noch einsetzen. Wenn ihr mir ein gutes Tutorial dafür habt, dann lasst mich einfach mal wissen. Ansonsten werde ich das mit Sicherheit auch so irgendwie hinkriegen. So, Timberboard. Ja. Haben wir wieder eine halbe mitgenommen, ist aber nicht so wild. Ach, hier gibt es sogar eine Schranke da hinten. Und da gibt es dahinter eine Wiese? Hm? Sehe ich jetzt das erste Mal. Und sogar eine weitläufige Wiese. Holla, die Waldfee. Überleg mal, das hier ist alles gewachsen. Wenn das noch wächst, ich weiß es nicht. Aber nein, das hier ist schon eine Mega-Wiese. Boah. Bis wohin geht die nach vorn? Bis zu den Bäumen, oder wie? Alter. Und hier vorne geht sie weiter. Alter, da können wir Silage machen. Haben wir hier ein Bunkersilo irgendwo? Dumm. Dann können wir noch mal Silage machen. Da ist ordentlich was zu holen. Leider kein Bunkersilo in der Nähe. Oder ein Fahrsilo. Besser gesagt. Vorne ist irgendwo ein Parkplatz, aber da ist auch kein Silo dabei, glaube ich. Wo ist denn das nächste Silo? Hier ist Wasser. Ein Baggersee. Ich will mal gerade gucken, wo das nächste Silo ist, weil dann könnten wir das eigentlich mal so in den nächsten ein, zwei Folgen angehen. Könnten wir doch mal Silage. Krass. Hier sind überall Wiesen. Also hier ist wirklich, da können wir ordentlich Silage wegholen. So, da steht meine Yacht übrigens, gell? Naja, leider hinterm Zaun. Was war hier? Nicht. Leider weit und breit kein Silo. Nee, hier ist nichts. Und so richtige Fahrsilos gibt es leider auch nicht als Mod. Hm. Gibt's beim Hof eins? Irgendwo habe ich eins. Ah, beim Kompost gibt es eins. Und hier. Und wenn wir dahinter gehen, da war auch keins. Und da oben hat es eins. Ich glaube, da oben hat es eins gehabt. Ah ne, das ist ein Misthaufen. Verdammt.
So, schwere Aufgabe. Ich hätte gern so ein Kilo. Diese 8 ist auch wieder gewachsen. So, weil wir haben... Ne, ich renne mal gerade drüber zu den Kühen. Die Kühe brauchen ja eigentlich Silage. Und da haben wir aber nur ein Keil-Silo. Und das ist dieses. Und dieses Keil-Silo ist leider etwas schwierig mit Curseplay. Stop, außer Betrieb. Okay, schade. Mit Curseplay ein bisschen schwer zu füllen, finde ich. Zumindest das, was mein Test ergeben hat. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, kein Silo. Oder ist das hier, soll das ein Silo sein? Ja, das ist ein Silo. Da fehlt zwar die Wand. Oh, nice. Dann können wir hier Silage einfüllen. Okay, das werden wir machen. Also, wir müssen zwar... Hä? Okay, fahren wir einmal hier rum. Dann hier? Ja. Da gibt's Gülle. Müssen wir einmal hier außen rumfahren. Dann hier. Und dann kann der hier drüber fahren und abladen. Und dann hoffe ich, dass die hier wieder rum rauskommen. Dann müssen wir uns 2 Ladewagen kaufen. Weil wir haben, glaube ich, nur einen. Den Bergmann, wenn ich es recht weiß. Brauchen wir auf jeden Fall noch einen Ladewagen. Ja, den Bergmann haben wir. Dann brauchen wir noch einen großen Ladewagen und noch einen größeren Traktor. Wobei, wir haben den John Deere. Wir haben den und den John Deere. Das wollte ich noch gucken. Ein Massai, einen großen Massai. Könnten wir uns holen. Dann kann nämlich der Klaas hier eigentlich platt machen. Oder wir holen uns einen Deutz nochmal. Den Series 9. Den Deutz? Was kostet denn der? Series 9, 245. Dann kriegen wir hier hoch auf 336 und serienmäßig. Auch 336. Okay, oder die andere Wahl war der Massai. Die kriegt man auf 400 PS. Uiuiui. Und wir könnten ihn mit Zwillingsbereifung holen. Oder mit Breitreifen. 251. Ey. Dann haben wir wieder kein Geld mehr. werde ich mir überlegen bis zur nächsten Folge. Also das brauchen wir, 250. Und ein Ladewagen. 126. Wäre machbar. Gucken wir mal. 50.000. Ich werde es mir überlegen. Werden wir auf jeden Fall Silage mal anfangen. Dann können wir vielleicht auch in relativ naher Zukunft uns Kühe halten. Und lassen. Ach stimmt. Wollte ja auch den Semi-Tripper noch abholen, aber das wird heute dann nichts mehr. So, ich lade jetzt hier mal ein paar Gestelle auf. Die werden wir dann in der Zwischenzeit. Hä? Wo sind die anderen? Ich dachte, ich hätte mehr gekauft. Das hab ich wohl nicht. Ich werde in der Zwischenzeit die Gestelle dann mal nach oben bringen zu den Schafen. Den Semi-Tripper zum Sägewerk. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Falls ja, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.